Was ist los mit dir? Was ist denn passiert? Okay, ganz ruhig. Also wir werden bald heiraten. Wo waren Sie nochmal, sagten Sie? In Kassel. Beruflich? Ja. Ich war dort auf einer Baustelle. Ich bin Bauleiter und oft tageweise in Kassel. Das war auch der Grund, warum ich jetzt erst die Nachricht abhören konnte. Verstehe. Wissen Sie denn inzwischen wenigstens, wer das getan hat? Leider nicht. Also Ihre Frau steht unter Schock und konnte bisher keine präzisen Angaben machen. Ihre zukünftige Frau. Wer macht denn so? Die Ärzte sagten, dass ihre Augen überhitzt wurden. Wissen Sie, was das heißt? Sie wird nie wieder sehen können. Es tut mir wirklich sehr leid für Sie beide. Anna wird jetzt meine Hilfe brauchen. Ja. Anna! Gott! Alles wird gut, hörst du? Alles wird gut. Frau Fischer, wir sind jetzt bei uns im Büro. Mein Kollege Herr Nasband ist auch da. Hallo, Frau Fischer. Nehmen Sie doch erstmal Platz. Frau Fischer, vielleicht können Sie uns jetzt schon ein bisschen mehr sagen, was vorgefallen ist. Ich war bei meiner Freundin Sandra. Wir haben was gegessen und dann noch einen Film auf DVD angeschaut. Rote Rosen aus Florenz. Aber nur den ersten Teil. Dann wurde es mir zu spät. Und ich wollte nach Hause. Irgendwas war komisch. Ich hatte das Gefühl, dass mich jemand verfolgt. Gestern Morgen bin ich dann aufgewacht. Auf einem kalten, harten Boden. Die Augen haben mir verdammt wehgetan. Und ich konnte nichts mehr sehen. Ich bin dann irgendwie aufgestanden und habe Halt gesucht. Und habe mich an irgendeiner Wand entlang getastet. Und dann ging es ein paar Stufen hoch und dann ins Freie. Und da hat dann dieser Mann für mich den Notarzt gerufen. Ja, das war an der Dieselstraße im alten Industriegebiet Ost. Weit gelaufen sein können Sie nicht in Ihrem Zustand. Nein, nach Gefühl vielleicht 100 Meter. Okay, Frau Fischer, ich würde sagen, das reicht auch fürs Erste. Na gut. Dann fahren wir noch mal ins Krankenhaus. Geht's? Bis später. Bis später. Hier könnte es gewesen sein.
Spurensicherung. Anna wurde geblendet? Wie im Mittelalter? Eine schlimme Foltermethode. Ihre Freundin wird nie wiedersehen können. Oh Gott. Haben Sie eine Vermutung, wer ihr das angetan haben könnte? Überhaupt nicht. Ich kann mir das Ganze überhaupt nicht vorstellen. Ihre Freundin meinte, sie wäre bei Ihnen gewesen an dem Abend. Sie hätten zusammen DVD geguckt. Ja, Anna war bei mir und wir haben zusammen gegessen und Rosen aus Florenz gesehen. Den Zweiteiler? Ja, beide Teile. Beide? Das ist aber komisch. Ihre Freundin hat gesagt, sie hätte nur den ersten Teil geguckt. Nein, also wir haben zusammen den ersten Teil geguckt und dann ist Anna gegangen und ich habe dann noch den zweiten allein zu Ende. Frau Schmitter, ich bitte Sie. Sie sagen doch gerade nicht die Wahrheit. Jetzt mal raus mit der Sprache. Anna war an dem Abend gar nicht bei mir. Ich war ja selber nicht zu Hause. Ich habe gearbeitet bis um 10 in der Taube. Taube? Ja, so heißt die Kneipe, in der ich arbeite. Und warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Anna hatte mich darum gebeten, falls mich jemand fragt, wo sie an dem Abend war. Und warum hat sie das gemacht? Hat Ihre Freundin vielleicht eine Affäre? Könnte sein. Ich meine, warum sollte ich sonst für Sie lügen? Könnte sein. Frau Schmitter, Ihre Freundin wird Ihnen doch wohl irgendwas erzählt haben. Ich habe gemerkt, dass sie nicht drüber reden möchte. Und dann habe ich auch nicht länger nachgefragt. Ach, da sind Sie ja. Tut uns leid, dass wir nicht schneller kommen konnten. Sie wollten uns noch mal sprechen? Hallo, Frau Fischer. Hallo. Hallo. Was gibt es denn? Eigentlich möchten wir mit Frau Fischer alleine sprechen. Vielleicht warten Sie unten in der Kantine. Ja, gut. Okay. Ich hole Sie dann später, ja? Okay. Das dauert bestimmt nicht lange. Nein, nein, jetzt nicht. Kommen Sie, Frau Fischer. So. Geben Sie doch mal hier Platz. Vorsicht. Einfach hinsetzen. Genau. Und jetzt hinsetzen. Ja, genau. Frau Fischer, wir haben mit Ihrer Freundin Sandra Schmitter gesprochen. Und? Was sagt sie? Sie haben uns angelogen. Sie waren nicht bei ihr. Ist Sebastian wirklich weg? Ja, er ist weg. Also gut. Ich hatte eine Affäre mit einem anderen Mann. Und bei dem war ich. Aber nur, um das Verhältnis zu beenden. Weil Sebastian hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Und dann wusste ich einfach, dass er der Richtige für mich ist. Wie hat dieser andere Mann dann darauf reagiert? Nein, der war das nicht. Ganz sicher. Ja, aber trotzdem. Wie hat er die Trennung denn aufgenommen? Ja, besonders happy war er natürlich nicht. Er war sehr wütend. Oder eher verzweifelt. Aber was anderes habe ich auch nicht erwartet. Ja, aber wir kennen uns schon so lange. Zu sowas wäre er überhaupt nicht in der Lage gewesen. Wir müssen auf jeden Fall mit diesem Mann sprechen. Verraten Sie uns seinen Namen? Tom Jürgensen. Das ist ja entsetzlich. Ja, Frau Fischer war also am Tatabend bei Ihnen. Ja, so gegen 22 Uhr. Um das Verhältnis mit Ihnen zu beenden. Ja, wie gesagt, sie war bis kurz nach 10 bei mir. Dann wollte ich ihr ein Taxi rufen, aber sie wollte zu Fuß gehen, um durchzuatmen. Und wie haben Sie die Trennung aufgenommen? Also glücklich werden Sie ja wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ja, sicher sind da ein paar böse Worte gefallen, wie sowas wirst du bereuen oder so, aber das würde ich nie tun.
Ich muss Sie trotzdem fragen, wo Sie zur Tatzeit waren. Also zwischen 22 und 24 Uhr an diesem Tag. Zu Hause? Ich war weiterhin zu Hause. Gibt es Zeugen dafür? Ja, meine Freundin. Ihre Freundin? Ja, die kam so gegen 10:30 und wir sind dann auch nicht mehr aus dem Haus gegangen. Wie heißt denn Ihre Freundin? Sandra Schmitter. Sandra Schmitter? Die beste Freundin des Opfers? Bei der Gelegenheit würde ich Sie bitten, dass Sie das Verhältnis für sich behalten. Wo finde ich Ihre Freundin jetzt? Die hat Frühschicht. In der Kneipe. Von Zauber.